Sicherheit. Eine Alltagsgrundlage, von der wir nicht ganz absehen können. Eine politische, unternehmerische und individuelle Aufgabe, der man ständig aktiv nachgehen muss. Die einen wehren sich dagegen, die anderen sind darüber froh. Wer sich diese Herausforderung täglich stellt, ist Uwe Marendt. Mit seinem ständig wachsenden Team sorgt der gebürtige Harder für eine regionale Sicherheitskultur. Sicherheitsdienst bedeutet für ihn Unterstützung statt Abwehr. Und das mit bestem Wissen und Gewissen. Die Idee habe ich schon lange gehabt, um eine eigene Sicherheitsfirma bzw. Detektivbüro, Berufsdetektei zum eröffnen. Und mit 2008, September, war es denn so weit, wo ich dann das Gewerbe angemeldet habe und wollte einen Ein-Mann-Betrieb bleiben, klein und fein. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt mit Kunden, die einfach zufrieden waren durch irgendwelche Personenschutz- oder Detektei-Geschichten. Und dann haben wir immer mehr dazu gekriegt, sei es Objektkontrollen, Parkraumbewirtschaftung und so weiter. Und dann hat sich das immer mehr entwickelt. Für uns ist Sicherheit ein ganz ein wichtiger Aspekt, weil wir einfach auch Sicherheit bieten. Darum sind wir ein Sicherheitsdienst und natürlich auch darauf schauen, dass die Sicherheit auch ordentlich angeboten wird. Und da schauen wir drauf, dass die Qualität einfach passt. Ein Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens ist die hohe Flexibilität. Hier punkten Uwe Marendt und sein Team mit einem Out-of-the-Box-Denken, wenn es um Sicherheitslösungen jeder Art geht. Unterwegs sind wir schon überall, also in der Bereiche, gerade im Sicherheitsdienst, in der Nacht mit den Objektkontrollen, mit Portierdienste, mit Kontrollen von gefährdete Objekte, andere Objekte. Und dann natürlich bei Events, bei vielen Veranstaltungen, wo wir die Sicherheit gewährleisten, sei es am Eingang, Dinner, der Ablauf regeln und dazuschauen. Wir sind auch eine Infosäule für die Leute, wir sind Ersthelfer, wir sind für alle möglichen Dienstleistungen da für die Leute, damit sie einfach dann auch wissen, wo ist zum Beispiel Garderobe, wo muss ich hin, wo ist das PC. Das sind so diese typische Frage, was eigentlich ein Sicherheitsdienst beantworten muss. Und dann gehört natürlich dazu, auch zum Einschreiten, wenn gegen das Regler verstoßen wird. Spannend ist eigentlich jeder Einsatz von uns, weil jeder Einsatz anders ist. Es ist das Tolle, das Abwechslungsreiche. Bei uns ist jeder Einsatz, sei es ein Matura-Ball, sei es ein tolles Konzert oder irgendeine andere Show, ist immer für sich eigen und spannend. Ganz lässig war natürlich diese Wesley Snipes Begleitgeschichte mit dem Personenschutz und mit der Sicherheit und auch viele andere Geschichten, wo man Leute begleitet, wo wir jetzt halt nicht drüber reden dürfen, was für uns auch immer spannend war. Seit letztem Jahr ist der Betrieb außerdem unter den Top 5 der besten Arbeitgeber Vorarlbergs. Für mich ist an erster Stelle natürlich das Team. Und das Team passt einfach unglaublich gut. Das ist das Kernteam bei uns und auch alle anderen. Wir sind einfach wie eine kleine Familie. Und das ist einfach, das ist wirklich ganz, ganz was Besonderes. Also es ist nicht wirklich wie Schaffergau. Man sitzt dann auch zusammen, trinkt ein Bierle, man redet über alles, man lernt auch viel bei uns. Und das ist schon ganz wichtig, dass man miteinander redet. Und es ist egal, was für Position, also vom Chef bis zum Niedrigsten, sage ich mal, ist jeder wirklich für einen da. Also man ist füreinander da. Und ja, und das ist das, was dann in deinem Job, was du brauchst. Das ist ganz wichtig für uns alle. Bei jedem Einsatz ist mindestens eine Frau dabei. Auch Selbstverteidigungskurse für Frauen werden angeboten. Also es ist darum wichtig, dass eine Frau dabei ist bei einer Veranstaltung. Da, wenn wir vor Ort sind, dass einfach Frauen zuerst auf uns zukommen, wenn sie verletzt sind, wenn sie belästigt worden sind, sei das auf einem Ball oder auf einer großen Veranstaltung, dann sind wir einfach die erste Ansprechperson. Wenn es darum geht, dass man mit Kindern auf einer Veranstaltung ist, dass wir einfach als Frau natürlich ein anderes Gefühl haben und dann sich um die Kinder kümmern, dass sie wieder erst eine Ältere finden, dass sie wieder zu der Mama zurückkommen. Wir bieten Selbstverteidigungskurse an, wenn es um sexuelle Übergriffe geht, sei das privat, sei das in der Firma. Und da möchten wir eigentlich auch die Frauen unterstützen und einfach dafür sorgen, dass sie sich im Alltag sicherer fühlen.